Wo man sich aber sicher sein kann, dass Dinge passieren, ist Amazon. Denn auf Amazon gibt es auch News zu den Filmen in Deutschland. Amazon Prime hat nämlich jetzt die Filme 11 bis 20 auf Prime Video zur Verfügung. Also auf Amazon Prime Video, nicht Amazon Prime, dem, wo ihr alle eure Serien gucken könnt und wo ihr ein Abo habt. Da ist es nicht drin, sondern bei Amazon Prime Video, wo man das kaufen kann, wo man Filme tatsächlich, man kauft sie dann und dann kann man sie sich immer angucken und muss kein Abo verlängern. Kennen vielleicht manche auf Amazon nicht mehr wegen Prime. Da wurden zuerst im April Film 11 bis 14 und 16 veröffentlicht und dann im Juni Film 15 und 17 bis 20. Keine Ahnung, welche lizenztechnischen Tücken da jetzt für diesen zerstückelten Release gesorgt haben, aber am Ende des Jahres können wir jetzt sagen, Film 11 bis 20 sind jetzt auf Amazon Prime Video. Film 1 bis 10, die waren bisher schon verfügbar, die wurden im August 2017 auf der Plattform zur Verfügung gestellt. Man muss aber dazu sagen, dass das Angebot auf Amazon Prime Video immer noch ein bisschen fragwürdig ist, beziehungsweise ein bisschen sehr teuer. Denn man kann den Film nur kaufen. Es gibt keine, normalerweise gibt es eine Leihenoption auch bei Amazon Prime, die man ja zum Beispiel auch von Anime On Demand kennt. Die gibt es bei Amazon Prime Video für die Detektiv-Conan-Filme nicht. Andere Filme haben das, Conan nicht. Und verfügbar sind die Filme in SD- und HD-Qualität. Wenn man die SD-Variante kaufen will, dann darf man 14,99 € bezahlen. Und wenn man die HD-Variante kaufen will, dann muss man 19,99 € bezahlen. Die ersten 10 Filme sind nur in der 14,99 € SD-Variante erhältlich. Was auch im Vergleich, ich habe jetzt mal einfach mal als. Und es ist. Und die japanische Fassung ist nicht dabei. Es ist nur Deutsch auf Amazon Prime Video. Als Vergleich habe ich jetzt einfach mal Weathering with You aufgerufen, den neuesten Film von Makoto Shinkai, dem Macher von Your Name. Da gibt es Deutsch und Originalsprache. Man kann ihn leihen für 5 € und kaufen für HD 10 € und SD für auch 10 €. Also SD und HD-Preis ist gleich in dem Fall 10 € und leihen HD 4,99 €, leihen SD 3,99 € und dann hat man 30 Tage Zeit, um ein geliehenes Video zu starten, 48 Stunden uns anzusehen. Das alles ist bei Detective Conan nicht verfügbar und die Filme sind auch noch teurer. Was das Ganze ein bisschen unattraktiv erscheinen lässt im Vergleich zur Anime-on-Demand-Veröffentlichung, was vielleicht nicht unbedingt überraschend ist, denn Anime-on-Demand ist die Hausplattform vom Publisher Kazé. Und einerseits wundert es nicht, dass die Veröffentlichung auf Anime-on-Demand deutlich attraktiver ist. Andererseits ist es natürlich auch ein bisschen schade für Amazon Prime-Kunden, aber wenn es Fans gibt, die nur auf Amazon unterwegs sind und die Filme gerne digital haben wollen, dann gibt es jetzt zumindest eine Möglichkeit dafür. Ich bin immer noch ein bisschen fassungslos über diese Veröffentlichung mit 11 bis 14 und 16 und dann 15 und 17 bis 20. Also das ist wirklich, das muss mir mal jemand erklären, warum das so gemacht werden musste. Und ja, ich weiß nicht, also was dafür gesprochen hat, das so zu machen. Ich werde es nicht verstehen. Also welche schlauen Köpfe dahinter stecken. Das Drumherum, was auf Prime noch verfügbar ist und wieder oder was und das Anime on Demand attraktiver ist, schön und gut, aber ja, keine Ahnung. Also diese Veröffentlichung, wie man es gemacht hat, das verstehe ich nicht. Und naja, jetzt ist es so, dass alles da ist, was man da bis dahin gucken kann, bis 20, aber nee, nee, nee. Also die schlauen Köpfe, die sich das überlegt haben oder gesagt oder den Fehler nicht gesehen haben, dass das so passieren wird, die muss man mir echt mal zeigen. Also das ist ja wirklich. Ja, ich bin einigermaßen sprachlos. Vielleicht war ja da gerade Schneechaos oder so. Und deswegen, weil der Film im Schnee spielt, haben sie gesagt, nee, können wir nicht machen, weil hier weltweit Schneechaos oder in der Stadt, wo die saßen oder so, keine Ahnung. Vielleicht. Ich hoffe, wäre wenigstens eine Begründung, es so zu machen. Ich fürchte, wir werden es nie erfahren. Vielleicht hat er das auch einfach nur als Gag gemacht. Man weiß es nicht.
Vielleicht fällt es ja gar niemandem auf. Ja, Ich mag die 15 nicht. Film 16 ist so gut, der muss unbedingt zuerst veröffentlicht werden. Da geht's um Fußball. Nee, oder? Geht's um Fußball? Weiß ich nicht mehr. In Film 16 geht's um Fußball.